Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, die liebe Jenny von Letters und Life und ich hatten die Idee, euch mal wieder ein kreatives Video hochzuladen. Also schaut auch gerne auf ihrem Kanal vorbei. Wir töpfern heute zusammen und zwar mit lufttrocknendem Ton. Und ich zeige euch gerade, welche Utensilien ich mir dafür besorgt habe. Ich hatte die Idee auf TikTok oder so gesehen und habe gesehen, dass man eben mit diesem Ton Kerzen machen kann. Das heißt, man formt sich so kleine Schälchen und gießt dann da einfach Wachs rein. Da seht ihr gerade, wie ich nach Ideen suche und mich dann für eine entscheide. By the way, wir machen noch nicht sofort das mit dem Kerzengießen, sondern erstmal habe ich mich entschieden, so ein, ja, so eine Kerzenhalterung zu machen. Ihr seht auch gleich welche. Ja, diese dort wollte ich gerne machen. Das fand ich schon immer irgendwie cool und dachte, ja, versuche ich einfach mal und habe da auch gleich eine Kerze als Größenordnung mir ausgesucht. Aber kleiner Spoiler, für mich ist es ein kleiner Fail geworden. Aber wir machen mehrere Sachen, deswegen bleibt gerne dran und schreibt mir doch auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon mal mit lufttrocknenden Ton gearbeitet habt. Da teste ich gerade die Konsistenz, weil als ich das letzte Mal damit gearbeitet hatte, das ist schon ewig lang her und ich war davon tatsächlich gar nicht so begeistert, weil das so schnell weggebröselt ist, aber vielleicht hatte ich da auch einfach den falschen Ton. Und ja, da seht ihr gerade, wie ich den ein bisschen bearbeite. Ich fand es leichter, den auszurollen und dann quasi in die Formen zuzuschneiden und dann miteinander zu verbinden. Wichtig ist, dass man das dann immer zwischendurch ordentlich ja, nass macht und auch anraut, damit das dann hält. Aber das seht ihr ja. Da habe ich gerade überlegt, was ich als Form nehmen könnte, um dann drumherum zu schneiden, beziehungsweise ja, das alles abzumessen. Und da hantiere ich gerade so ein bisschen rum und überlege, welche Maße ich da nehme. Aber da kann man ja dann einfach seine Kerze so ein bisschen als Vorlage nehmen. Und ja, wie ihr seht, bin ich da selber noch ein bisschen am Rumprobieren, weil ich das vorher auch noch nicht gemacht habe. Aber ich fand, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich habe auch noch einiges an Ton über. Deshalb, da werde ich auf jeden Fall noch weitere Dinge mit ausprobieren. Vielleicht nehme ich euch dann auch dabei mit. Ja, ich dachte, es ist eine gute Idee, den Ton einmal um die Kerze zu wickeln, um zu wissen, wie groß man ja das Röllchen machen soll. Aber als kleiner Tipp, so im Nachhinein macht es auf jeden Fall größer. Bei mir war die Öffnung dann zu klein geworden, sodass ich jetzt die Kerzen dann unten so ein bisschen ja dünner schnitzen muss, damit sie dann da reinpassen. Also nimmt lieber einen Zentimeter mehr. Scheinbar zieht sich der Ton beim Trocknen ein bisschen zusammen. Ja, hinterher ist man immer schlauer, das wusste ich nämlich nicht. Und deswegen dachte ich, sage ich euch das dann vorher, damit euch das nicht auch passiert. Deswegen auch hier nochmal ein kleiner Fail. Und ja, da habe ich die Oberfläche so ein bisschen angeraut und nass gemacht, um die Stücken so ein bisschen besser miteinander verkleben zu können. Allerdings hält das auch nur so semi-gut. Besser ist es, wenn man dann so kleine Tonwürstchen nimmt, sage ich mal, und die dann auch nochmal über die Stelle, die man verschließen möchte, verstreicht, damit sich das dann besser verbindet. Aber das zeige ich euch auch gleich noch.
Ja, jetzt machen wir quasi da den, ja, wie nennen wir das denn, den unteren Teller von der Kerzenhalterung, damit quasi, wenn Wachs runtertropft, das nicht daneben laufen kann. Ja, auch da versuche ich das nochmal einigermaßen alles zu verstreichen und glatt zu bekommen. Kann man auch immer im Nachhinein, wie ich dann festgestellt habe, mit so kleinen feuchten Schwämmchen machen. Dann wird es ein bisschen glatter und ebenmäßiger. Eigentlich könnte man ja meinen, man nimmt einfach einen Klumpen Ton und formt den direkt in Form eines Schälchens. Aber das war gar nicht so einfach. Deswegen mache ich das so, wie ihr es da gerade seht, dass ich mir die Teile alle einzeln zurechtschneide und dann miteinander verbinde. Entweder habe ich es einfach nicht hinbekommen oder ich weiß auch nicht, woran das gelegen hat. Es ist dann immer, also der Rand ist dann immer so nach außen gefallen, könnte man so sagen, wenn man das versucht hat, direkt so als Schälchen zu machen, oder es war zu dick, zu uneben. Es war gar nicht so einfach, deswegen ja, mache ich das so. Und ja, dann muss man das einmal in die richtige Länge rollen, damit das dann eben um den unteren Kreis drumherum passt. Und natürlich alles wieder schön miteinander verbinden. Ja, auch in dem Fall dachte ich, ich filme euch das einfach mal in Echtzeit ab, weil ja, ich finde, wenn ich Videos gucke im Zeitraffer, klar weiß ich, dass das ein Zeitraffer ist, aber im Nachhinein bin ich dann trotzdem häufig verwundert, dass das doch alles so ewig lange dauert. Und dann bekommt man so, finde ich, einen besseren Eindruck, ja, wie lange das wirklich dauert. Vor allem, ihr habt es jetzt ja einmal zusammengefasst in einem Video. Für mich waren das alles mehrere Tage, weil der Ton aushärten muss, bis man das dann anmalen kann, lackieren kann und den Wachs dann da reingießen kann. Da geht echt Zeit ins Land. Also das ist auch so ein Hobby, wo man sich gut in Geduld üben kann, wo ich eigentlich auch nicht so gut drinne bin. Resin ist genau so eine Sache, dass man da so ein bisschen geduldig sein muss, weil es einfach nicht sofort fertig wird. Beim Nähen, wenn man da dran bleibt, dann ist es innerhalb, zumindest bei mir, eines Tages fertig. Oder beim Fimo ist es auch sofort fertig nach dem Backen. Da muss man zumindest nicht so ewig warten. Also ja, da kann man sich auf jeden Fall gut in Geduld üben.
Ja, da war mein Streifen ein wenig zu kurz geworden. Dann habe ich versucht, den ein bisschen zu verlängern. Gut, man hätte wahrscheinlich auch nochmal alles neu ausrollen können, aber ich dachte, ich mache das einfach so. Hat im Endeffekt auch ganz gut gehalten. Ja, da seht ihr jetzt gerade, dass ich da so kleine Würstchen in die Ecken drücke. Das hatte ich selber auch in einem Video gesehen und dachte, ja, dann machst du das auch so. Und das kann man so mit so einem Tool oder Werkzeug ganz gut machen. Und im Anschluss kann man es dann mit einem Schwamm, wenn man da in die Ecken kommt, oder aber mit einem feuchten Pinsel auch nochmal glatt streichen, damit es dann nicht so huppelig wird.
Ja, da seht ihr jetzt, wie ich das alles mit dem Schwamm nochmal nachbearbeite. Ich hatte mir den Schwamm dann noch ein bisschen kleiner geschnitten, einfach damit man da auch besser in die Ecken mit reinkommt. Und das hat soweit eigentlich ganz gut geklappt. Und wenn ihr da erfahrener seid oder Tipps habt, dann schreibt mir das auch gerne mal in die Kommentare. Ja, theoretisch würde ich gerne, ich sag mal so richtig töpfern, aber ist halt schwierig ohne Brennofen und hier im Ort gibt es leider auch keinen. Zumindest nicht, dass ich wüsste, wo man seine Töpfereien hinbringen könnte, um es brennen zu lassen. Deswegen dachte ich, gebe ich mich mal mit dieser Variante zufrieden. Und ja, im Endeffekt bin ich damit auf jeden Fall zufriedener als vor ewigen Jahren, als ich das schon mal ausprobiert hatte. Vor allem, wenn man es dann noch bemalt und lackiert, dann hat das auch nochmal so eine andere Haptik. Dann fühlt sich das nicht so staubig an. Deswegen so fand ich es dann ganz in Ordnung.
Ja, da haben wir es jetzt endlich geschafft und habe alles miteinander verbunden und habe dann da noch so einen kleinen Griff dran gemacht. So sieht das jetzt nach 2 Tagen Trocknen aus. Ich habe dann noch so eine kleine Kerzenhalterung gemacht und hatte zwischenzeitlich ja Stempel geliefert bekommen, um da eben Wörter reinzudrücken. Das fand ich dann ganz cool. Und ja, nachdem es getrocknet ist, kann man, wenn man so Unebenheiten hat, das nochmal so ein bisschen abschmörgeln. Habe ich bei den beiden Teilen jetzt mal gemacht, bei den anderen dann nicht mehr, weil irgendwie fand ich es dann doch unnötig. Aber so seht ihr, wenn man jetzt vielleicht eine größere Delle hat oder so, kann man das nochmal ein bisschen hinbekommen, wenn es einem nicht gerade aus der Hand fällt. Ja, mit den Farben war ich dann ziemlich am struggeln. Ich hatte mir Acrylfarbe extra bestellt. Ich hatte noch welche, aber nicht mehr so viel. Und dachte, hey, nimmst du mal Metallic-Acrylfarbe? Die fand ich jetzt im Nachhinein aber dann doch nicht so schön, weil es vor allem nicht schön ist, wenn man, finde ich jetzt für mein Empfinden, verschiedene Metallic-Farben miteinander kombiniert. Ja, das werdet ihr auch gleich sehen, dass ich das zwar alles mit Silber grundiere und eigentlich wollte ich so den oberen Rand dann so golden machen oder Bronze in dem Fall, aber irgendwie hat es mir doch nicht gefallen. Dann habe ich wieder eine andere Farbe genommen. Dann war ich heute, also von meinem jetzigen Punkt heute nochmal los, habe mir nochmal andere Acrylfarbe geholt, normale, die nicht metallisch irgendwie ist, weil irgendwie hat mir das nicht gefallen. Aber das ist ja auch alles, ja, Geschmackssache. Da gucke ich gerade, wie das da überhaupt dann so aussieht, wenn das da drauf ist. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen, in mehreren Schichten zu machen, weil der Ton das die erste Lage ziemlich aufsaugt. Und ja, nach 2 Schichten sieht das dann aber ganz gut aus, finde ich. Aber bei dem Teil da habe ich mich im Nachhinein ein bisschen über meine Farbauswahl geärgert und es hat mir dann einfach nicht mehr so gefallen. Aber ja, ich dachte, ich lade euch das trotzdem hoch. Das ist nicht alles umsonst gewesen. Und ich zeige euch ja auch noch das mit dem Kerzengießen. Das kommt dann weiter am Ende des Videos. Ich bin ja mal gespannt, wer so bis zum Ende dran bleibt, weil ich weiß, es ist ein ganz schön langes Video geworden. Ja, wenn man theoretisch die Schrift
in einer anderen Farbe haben möchte als den Rest, sollte man eigentlich am Anfang auch die Schrift zuerst so anmalen, wie ich das jetzt gerade mache, und dann ganz vorsichtig mit der anderen Farbe eben drüber malen, ohne zu versuchen, in die Ritzen da reinzumalen. Das ist aber gar nicht so einfach gewesen und ist leider auch ein bisschen verwischt. Aber vielleicht kriegt ihr das ja besser hin. Da seht ihr jetzt die Teile, die ich getöpfert habe, wo ja, ich noch Kerzen reingießen möchte. Da habe ich so Dochte, die klebe ich dann da unten rein und dann, ja, wird da Wachs reingegossen. Ich kaufe mir eigentlich nie Wachs. Ich heb einfach immer nur Kerzenreste auf und gieße die dann irgendwann, wenn ich genug habe. Bei den Teilen habe ich Boo, Witch und Pumpkin reingestempelt. Fand ich irgendwie cool, ein bisschen Halloween-mäßig. Ja, und dann haben wir hier einmal die Stempelchen, die noch nachgeliefert wurden. Und ja, das hatte ich dann einfach für mich getöpfert. Und ich dachte, das System habt ihr jetzt gesehen, da muss ich das nicht nochmal mitfilmen. Aber das Gießen, das zeige ich euch dann nochmal. Ja, und hier sehen wir gleich, wie ich dann den Rand in Bronze male und danach nochmal in einer anderen Farbe, wenn mir das nicht gefallen hat. Aber ich habe es nur verschlimmbessert irgendwie. Und ja, auf jeden Fall habe ich auch schon häufiger mal Kerzen gegossen. Da kann man einfach irgendwelche alten Marmeladengläser nehmen oder was man gerade so da hat oder Gefäße, wo vielleicht schon mal Kerzen drin waren. Und dann einfach in einem Wasserbad ja, sein Wachs schmelzen und ein paar Dochte besorgen und dann kann man das wieder gut aufgießen. Und da nehme ich euch dann gleich natürlich auch noch mit. Ja, mit diesem Ergebnis bin ich irgendwie nicht zufrieden. Aber vielleicht male ich das nochmal über. Ja, da hatte ich mir so eine Flüssigkeit geholt. Ich dachte, das ist schlau. Das soll irgendwie den Ton auch nochmal verdichten, dass es auch wasserfest ist. Aber ich habe das da jetzt auch gemacht. Da hat auch alles geklappt, hat auch getrocknet. Aber irgendwie ist es überflüssig, weil ich mache da eh nichts Nasses rein. Und es hatte leider nicht so eine Lackwirkung. Deswegen habe ich bei meinen anderen Teilen dann
Fimo Glanzlack genommen, um das zu versiegeln. Und dann hat man halt auch nochmal so eine glänzende Oberfläche. Das war jetzt bei dem nicht so gegeben. Aber wie schon gesagt, das ist jetzt so mein erster Versuch. Damit habe ich jetzt einfach mal rumprobiert. Und ja, Versuch war es. Und vielleicht kann ich es ja nochmal für andere Sachen oder Projekte gebrauchen. Ja, jetzt kommen wir zu dem Eigentlichen und zwar zu den ja, Kerzengefäßen. Auch da versuche ich nochmal die Schrift in einer anderen Farbe anzumalen als ja, den Rest. Und ja, da habe ich jetzt auch meine normalen Acrylfarben genommen, die ich noch besorgt hatte. Ohne irgendwelche Metalleffekte fand ich jetzt irgendwie auch schöner. Aber ist natürlich auch immer Geschmackssache. Man könnte es auch so pur lassen und einfach nur Lack drüber machen. Oder was ich noch im Nachhinein gemacht hatte, ist die dann noch so anzukleckse, nenne ich es mal, das seht ihr gleich. Und dann könnte man eigentlich die Grundfarbe weglassen und es nur so ankleksen. Keine Ahnung, wie man das eigentlich nennt, aber ihr seht gleich, was ich meine. Ja, da sind ja natürlich die Möglichkeiten unbegrenzt, wie man das dann anmalen kann oder auch wie man die Form machen kann. Das kann man sich ja alles so machen und überlegen, wie man das gerne möchte. Ja, das meinte ich jetzt im Endeffekt mit dem Ankleksen. Da habe ich einfach einen Pinsel in die Farbe gegeben und das dann da so rangespritzt. Vielleicht nennt man das auch Brushen oder so. Ich weiß es gar nicht so genau. Macht auf jeden Fall eine ganz schöne Sauerei, aber ich finde den Effekt ganz cool. Ja, und weil ich den Tondicht oder wie das hieß, nicht so mochte vom Endergebnis her, habe ich jetzt das nochmal mit ja, Fimo Glanzlack versucht und das einfach damit nochmal übergemalt. Man kann es natürlich auch weglassen, aber ich mag dann einfach die Haptik lieber. Dann fühlt sich das so ein bisschen glatter an und nicht so rau.
Ja, die Dochte muss man eigentlich nicht unbedingt festkleben, aber ich dachte, dann verrutschen die nicht so beim Gießen und fand das dann ganz hilfreich. Ja, da schmelzen wir jetzt einfach mal die Wachsreste, die ich noch so zu Hause hatte, in einem Wasserbad zusammen. Und ich finde, da kann man besonders gut nebenbei immer Hörbücher hören, wenn man sowas macht. Irgendwas Kreatives. Ja, da ist das Wachs schon geschmolzen und das gießen wir jetzt einfach in die Förmchen. Ich habe da so, ja, Eisstiele hingelegt, damit die Dochte nicht so verrutschen, um da so ein bisschen mehr Stabilität reinzubringen. Ja, wenn das dann getrocknet ist, habe ich dann noch so eine Korkplatte drunter geklebt, weil ich dachte, vielleicht bricht das dann nicht so schnell, weil ich noch überhaupt keine Ahnung habe, wie sich dieses Material verhält, wie schnell das bricht oder nicht. Seht ihr dann auch gleich nochmal. Und wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid, dann schreibt mir das dann mal gerne in die Kommentare und ich zeige euch auch gleich gerne nochmal das Endergebnis. Und hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so war, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Ich freue mich immer über jeden, der neu dazukommt und dann hoffe ich, ihr habt eine schöne Zeit. Macht euch doch auch mal ein paar Kerzen und dann sehen wir uns ganz bald wieder, wenn ihr mögt. Macht's gut!